Dieser Moment, wenn man ein Produkt echt feiert und es trotzdem nicht empfehlen kann. Hey Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Oder falls ihr zum ersten Mal hier seid, hi, mein Name ist Kati und da steht eine Wasserflasche mitten im Bild. Ist mir nicht aufgefallen. Okay. Mein Name ist Kati, willkommen in der Lovemunity. Nee, Moment, das geht andersrum. Mein Name ist Kati und... wie geht nochmal mein Intro? Mein Name ist Kati. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Oder falls ihr zum ersten Mal hier seid, hi. Nee, das hatten wir schon. Ich fange das Ganze nochmal von vorne an. Moment. Hey Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Oder falls ihr zum ersten Mal hier seid, hi. Mein Name ist Kati. Ich kenne mein eigenes Video, Intro nicht mehr offensichtlich. Und vermutlich wird das ganze Video so chaotisch laufen. Falls ihr da Bock drauf habt, dann herzlich willkommen in der Lovemunity. Und ja, fangen wir mal an. Heute geht es wieder um ein Full Face-Off inklusive eines Unboxings einer neuen kleinen Mystery-Box von Look Fantastic, sowie einer neuen Foundation, einen viralen Concealer, der nach Jahren wieder in den Hype gekommen ist und warum das tatsächlich auch seinen Grund hat. Diesen drei Produkten von Natasha Denona, die nach 3 Monaten endlich wieder verfügbar sind, welche ich davon empfehlen kann und welche nicht. Und ja, diese Wasserflasche mit einem Eistee drin sagt euch auch schon, dass das hier euer Daily Reminder ist zu stay hydrated. Also holt euch sehr gerne etwas zu trinken und vielleicht auch gerne einen Snack, wenn ihr darauf Bock habt. Und let's go mit dem Video. Junge, Junge, ey, das hat schon so chaotisch angefangen. Wie soll das denn jetzt weitergehen? Dies ist wieder eine gesponserte Kooperation zusammen mit Look Fantastic. Wir arbeiten jetzt auch schon eine ganze Weile zusammen. Und ich mache ja jeden Monat auch ein Unboxing der The Box. Das ist diesmal die April-Box. Die ist schon etwas länger draußen, denn wir haben ja schon Mitte April. Und die wird immer am 1. verschickt. Auf diese Box, wenn ihr das Monatsabo abschließt, könnt ihr mit meinem Code CONTRAJUNK Rabatt auf die erste Box bekommen. Dieser Code gilt tatsächlich nicht nur für diese The Box, sondern auch für die aktuell schon verfügbaren Limited Editions. Eine für den Muttertag und noch 2 andere, die ich euch ebenfalls unten verlinken werde. Schaut dort schon super gerne vorbei. Die sind auf dem Weg zu mir und werden vermutlich morgen bei mir ankommen. Dann filme ich auch damit und werde nächste Woche dann auch dazu ein Video hochladen mit den ganzen Inhalten. Der Warenwert ist wieder bei über 200 Euro und ihr kriegt das für unter 60. Also wieder sehr, sehr krass von Look Fantastic. Und auf alle Boxen könnt ihr, wie gesagt, mit dem Code CONTRAJUNK nochmal Rabatt bekommen. Meistens 5 Euro Rabatt, bei einigen sogar 10 Euro. Und zusätzlich gilt dieser Code tatsächlich auch auf viele Produkte, die bereits reduziert sind, aus der Sale-Abteilung. Lohnt sich also auch dort immer vorbeizuschauen. Was wir uns jetzt allerdings erstmal angucken, ist die Look Fantastic The Box aus dem April. Ich muss ja sagen, dass ich generell diese The Boxen bisher nicht so super umwerfend fand. Für den Preis finde ich sie in Ordnung, aber die Limited Editions sind meistens richtig spektakulär. Deswegen hoffe ich einfach, dass in dieser ganz viel geiler Kram drin ist. Wenn wir die Box ausgepackt haben, komme ich natürlich auch noch zu diesem Full Face Off und alle Produkte, sowohl vom Full Face als auch wie gesagt zu den Boxen, sind unten in der Infobox verlinkt. Da findet ihr auch meinen Link zu meinem Instagram-Profil. Dort kriegt ihr tägliches Kati-Chaos und auch so ein bisschen mit, wie es mir von Tag zu Tag geht. Aktuell bin ich wieder sehr am Struggeln, aber dazu am Donnerstag mehr, da kommt nämlich mein Live-Update-Video. Mache ich die Box auf, greife ich als erstes rein und habe von CRT London ein kleines Produkt. Ich glaube, ein Lippenprodukt, oder? Nein, ein Cream Blush. Oh geil, ich liebe Cream Blushes. Das hier ist die Farbe Fancy und hoffentlich hält die auch, was sie verspricht. Ein winziges Tübchen, 5 Gramm. Allerdings kann das natürlich auch richtig geil sein, wenn man zum Beispiel verreist, weil die Urlaubssaison beginnt ja jetzt wieder. Und wenn die sehr pigmentiert sind, hat man da teilweise auch sehr lange was von. Das probieren wir natürlich sofort aus. Ich habe mir sogar ziemlich viel aufgetragen. Direkt mal wieder was ins Packaging reingequetscht. Das ist eine mauvige Farbe, die so fast was lilanes Lavendelartiges hat. Diese Konsistenz erinnert mich sehr an so gelige Blushes. Gefällt mir aber persönlich sehr gut, weil die meistens super geil zum Ausblenden sind. Ihr seht schon, ist sehr pigmentiert, also davon hat man auch in dieser kleinen Portion was. Und ich kann mir diese Farbe tatsächlich auch auf dunkleren Häuten vorstellen. Auf den dunkelsten Häuten wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich eine sehr weite Shade Range, die da abgedeckt wird. Das ist mir persönlich ja auch immer wichtig, denn diese Boxen sind ganz oft nicht Shade Inclusive und das habe ich eigentlich immer zu bemängeln. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war in der letzten Box tatsächlich auch keine dekorative Kosmetik drin, was ich glaube ich auch kritisiert hatte. Deswegen freue ich mich darüber schon.
schon mal. Und auch hier, wie in jeder The Box, habt ihr wieder einen QR-Code, den ihr scannen könnt, damit ihr noch mehr Infos über die Produkte bekommt. Es sei denn, es reicht euch, was ich euch dazu sage. Nö, so als möchtegern Beauty-Guru-Expertin. Als zweites haben wir hier eine Probe von Alien bei Mugler, allerdings das Hypersense, das ist eine neue Version. Ich finde Alien sehr unangenehm, vor allen Dingen deswegen, weil das wirklich so inflationär von Menschen benutzt wurde und dann auch so viel benutzt wurde, dass ich das immer als extrem aufdringlich empfunden habe. Man muss dazu sagen, meine beste Freundin trägt das, aber an ihr riecht es sehr gut, weil sie es einfach mit ihrem Körpereigengeruch irgendwie zu einem so schönen Duft macht. Für mich persönlich ist das überhaupt nichts, deswegen wird sie diese kleine Probe bekommen. Ich bin ja eher Typ floral, fruchtig und auch sehr gerne frisch gewaschen oder pudrig. So sehr starke, intensive Düfte sind nichts für mich. Was aber was für mich ist, ist dieses Produkt von Rituals. Das ist von Ritual of Sakura. Das ist, glaube ich, die bekannteste Reihe von denen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist die Magic Touch Body Cream und die riechen so gut. Da ist Reismilch drin und der Geruch von Kirschblüten. Ich habe mir jetzt mal was auf den Handrücken gegeben. Die ist unglaublich reichhaltig, so wie die sich jetzt gerade anfühlt. Hat eine feste Konsistenz, aber verschmilzt dann auch sehr schnell mit der Haut, wenn man sie so einreibt. Oh, und die riecht einfach so gut, weil die hat halt dieses Fruchtige von den Kirschblüten, aber auch dieses frische, milchige von der Reismilch. Die Haut fühlt sich auf jeden Fall sehr schön befeuchtet an. Man hat so einen leichten Glow. Finde ich eine ganz, ganz tolle Sache, dass die hier mit drin ist. Rituals sowieso, eins meiner Lieblinge, habe ich ja auch gesagt. Da hinten steht auch die Rituals of Ayurveda. Ich glaube, das ist die zweitbekannteste Reihe. Als Kerze, die war nämlich auch in einer The Box mit drin oder in einer Limited Edition. Ich weiß nicht mehr genau. Von mir 100% für diese Body Cream. Achso, und wir haben auch 70 Milliliter. Davon hat man auf jeden Fall eine Zeit lang was. Und wenn man sich die nachkaufen möchte, kann man natürlich auch bei Look Fantastic einmal nachschauen und sich eine größere Größe kaufen. Als nächstes haben wir ein Spray. Wofür bist du denn? Von der Firma We Are Paradox. Okay, von der habe ich noch nie gehört. Die sind vegan. Anscheinend aus Irland, wenn ich das richtig verstehe. Und das hier ist ein Blow-Dry-Spray, das man auch tatsächlich bis an die Wurzeln der Haare einsprühen kann, weil das auch Volumen geben soll. Auf fast trockenes Haar soll man das sprühen. Ist eine kleine Menge mit 30 Milliliter, aber ich denke, für einige Haarwäschen dürfte das reichen. Okay, das riecht kräuterig. Erinnert mich ein bisschen an die Sachen von Essbar, falls ihr euch auch noch daran erinnert. Also so in so eine kräuterige Richtung. Ist nicht mein Favoritengeruch, sage ich euch ganz ehrlich. Die sind allerdings anscheinend auch sehr darauf bedacht, von wegen Natural und Umwelt zuliebe und so weiter. Nicht, dass ich was dagegen habe, weil Save the Planet und Save the Turtles und so weiter. Aber geruchstechnisch darf es für mich schon eher in eine andere parfümierte Richtung gehen. Soll auch dabei helfen, das Haar vor Hitze zu schützen, als auch schneller zu trocknen, wenn man es föhnt. Werde ich mal ausprobieren, aber rein geruchtechnisch für mich nicht so das Ding, sage ich euch ehrlich. Wir haben noch ein Ding von Elemis. Der Pro Collagen Marine Cleanser war auch schon in einer anderen Box mit drin. In 30 Milliliter finde ich ist eine gute Größe, auch um das zum Beispiel mit in Urlaub zu nehmen und um den auszuprobieren. Ich habe den noch nicht getestet und werde das jetzt aber mal tun. Den anderen habe ich, glaube ich, verlost. Der hier ist noch nicht auf. Elemis hat ja eine komplette Pro Collagen Reihe. Und es gab verschiedenste Produkte, zum Beispiel im Adventskalender, in der Beauty Chest, als auch in so Limited Edition Boxen. Das heißt, wenn man Sammlerin ist und oder diese Reihe sehr gerne mag oder halt dieses Abo hat, dann hat man bisher, glaube ich, eine fast komplette Facial Cleansing und Skincare Reihe von Elemis, was ich sehr cool finde. Der Cleanser ist gelig, lässt sich aber gut verteilen, leicht kühlend auf der Haut und er emulgiert sofort auf. Aufemulgieren bedeutet, dass der so schäumt. Finde ich persönlich sehr geil als Konsistenz. Ärgere mich fast ein bisschen, dass ich das vorher noch nicht ausprobiert habe. Und ich glaube, der riecht leicht frisch, aber ich rieche natürlich auch das Spray für die Haare, was ich noch drauf gemacht habe. Den werde ich auf jeden Fall mal testen und euch dazu in einem neuen Video dann auch Feedback geben. Falls ihr welche von den Produkten kennt, die ich hier bespreche und schon zeige, könnt ihr das natürlich auch super gerne unten in die Kommentare schreiben. Daran kann ich mich ein bisschen orientieren und der Rest der Love Community natürlich auch. Hier haben wir ein weiteres Produkt für Make-up, allerdings sehr inclusive, denn es ist ein Make-up Blending Sponge von der Marke Glove. Sagt mir persönlich auch nicht. Das Ding heißt Picture Perfect Make-up als Blender. Da man die sowieso spätestens alle 3 Monate austauschen sollte,
was ich persönlich auch nicht mache. Nehmt euch mich bitte nicht als Vorbild, weil ich bin ein schlechtes. Auch immer gut daran erinnert zu werden, indem man neue zugeschickt bekommt, ist so typischer Beauty-Blender von der Form her, diese Teardrop-Form, fühlt sich sehr weich an, hat eine sehr feinporige Oberfläche. Das ist meistens ein ganz gutes Indiz dafür, dass das nicht viel Produkt schluckt, was wir mögen, denn don't waste our fucking expensive products, right? Fühlt sich auf jeden Fall gut an, wird auch getestet. Und last but not least haben wir hier noch eine Maske, und zwar von Beauty Pro. Das ist eine Squalan-Maske. Squalane sind ja dafür da, um die Haut zu befeuchten, auch um die Hautbarriere, glaube ich, zu stärken, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hier sind Olive, Orange und Passionsfrucht, also Maracuja, mit drin. Soll eine Anti-Aging-Formula sein. Das mit dem Anti-Aging versus Slow-Aging habe ich jetzt auch schon 100-mal gesagt, deswegen lassen wir das einmal. Man soll die 15 Minuten drauf lassen und sowohl die Maske als auch das Packaging sind einfacher abbaubar. Das scheint neu zu sein. Man hat also eine Tuchmaske. Die ist übrigens auch aus Bambus. Das bedeutet, sie ist 100% plastikfrei, was extrem umweltschonend ist. Ich kenne die nicht, werde die aber mal ausprobieren. Ich habe echt schon lange keine Gesichtsmaske mehr gemacht. Ich weiß auch gar nicht, wieso. Das ist erstmal in dieser Box mit drin und ich glaube, das ist für mich von den The Boxen die tatsächlich beste Box bisher. Sehr positiv überrascht. Ich freue mich extrem über diese Body Cream, die werde ich auftragen. Ich finde den kleinen Blush richtig, richtig gut. Wäre natürlich mega schade, wenn ich den jetzt richtig gut finde beim Auftragen aufs Gesicht auch noch und ich dann nur so eine kleine Größe habe. Aber schauen wir mal, was wird. Auch den Cleanser möchte ich einmal testen. Der scheint auch vielversprechend zu sein. Den Beauty Blender finde ich süß und die Maske auch. Die einzigen zwei Sachen, auf die ich hätte verzichten können, waren einmal das Pröbchen, aber ich finde, das zählt irgendwie nicht, weil diese Proben sind ja immer so mit drin, das zählt ja nicht als einzelnes Produkt. Und bei dem hier bin ich mir ein bisschen unsicher. Wenn der Effekt natürlich gut ist, dann ist mir der Geruch auch ziemlich egal. Da kann ich ja noch was anderes mit reinsprühen, wie so ein Hair Perfume oder was auch immer. Aber super begeistert war ich davon jetzt nicht. Ganz im Gegensatz zu dieser Box im Großen und Ganzen. Wie findet ihr die? Schreibt es mir gerne schon mal in die Kommentare. Ich packe hier einmal währenddessen alles ein, während ihr fleißig unten eure Kommentare eintippt. Und dann gehen wir auch rüber zum Full Face. Für das Full Face habe ich mir eine neue Foundation ausgesucht von IT Cosmetics. Bei denen habe ich ja schon die CC Plus Cream ausprobiert und mochte die sehr gerne. Das ist hier die Your Skin But Better Foundation. Da ist Skincare mit drin. Was bedeutet, wenn man sie regelmäßig benutzt, dann claimt sie, dass man innerhalb von 2 Wochen auch bessere Haut bekommt. Und das ist ja so ein Trend, den wir sowieso ein bisschen in der Make-up-Industrie spätestens seit der C-Krise sehen, dass die Produkte immer mehr Skincare-Infusions bekommen, was ich sehr, sehr schön finde. Ich habe mir die Farbe Fair Warm, also 12, ausgesucht. Es gibt aber eine riesige Shade-Range und die soll so Medium-Coverage sein. Fangen wir damit also einmal an. Ich rutsche zur Seite und zeige euch, wie ich dieses Full-Face geschminkt habe. Da sind wir zu dem Teil gekommen, das im Gegensatz zu vielen anderen Produkten den Hype nochmal wieder hat aufleben lassen. Von IT Cosmetics, der Bye Bye Under Eye Full Coverage Anti-Aging Waterproof Concealer. Ich habe die Farbe 10.5 in Light C. Wir haben hier 12 Milliliter drin und holy ist dieses Ding pigmentiert. Also Full Coverage, was da drauf steht, ist die Untertreibung des Jahrhunderts eigentlich noch. Ich habe dafür ein Reel gedreht und hatte deswegen auf der einen Seite schon das aufgetragen, wollte euch aber nicht vorenthalten, wie ich das auf der Seite nochmal auftrage und wie krass die Full Coverage auch schon ist, wenn man den als erstes aufträgt mit ganz wenig Produkt. Die Konsistenz ist sehr dick und ich muss sagen, ich glaube, das Einzige, was ich ein bisschen nachteilig finde daran ist, dass die Textur eben so dickflüssig ist, dass er relativ doll in diese Fältchen hier reinläuft, also creased. Für mich persönlich jetzt kein No-Go, muss ich sagen, aber er creased doller als der von Natasha Denona. Vorteil davon ist, man braucht unglaublich wenig, weil der wirklich super, super pigmentiert ist. Das Finish ist glowy, es macht dir den unteren Augenbereich irgendwie so wach, so strahlend, ohne irgendwie maskenhaft oder so auszusehen, was bei Full Coverage wirklich sehr schwer zu erreichen ist. Und das ist der erste Concealer mit dieser Deckkraft, meiner Meinung nach, der so ein schönes Finish hinterlässt, außer dem High Glam von Natasha Denona, den ich ja sehr liebe. Müsste ich mich zwischen den beiden entscheiden, würde ich, glaube ich, eher zu Natasha Denona greifen, weil der auch einen Applikator hat. Der hier hat einfach
unpraktischerweise nur diese kleine Spitze. Natürlich kann man das auch so auftragen. Ich habe es an meinem Handrücken erstmal angewärmt. Aber der ist wirklich full, full, full Coverage. Und ich glaube auch, dass der, obwohl der so eine relativ schwere Textur hat und man das ein bisschen spürt und er deswegen auch ein bisschen creased, auch im Alltag damit sehr gut arbeiten kann und davon wirklich lange was hat, weil 12 Milliliter hört sich wenig an. Aber wenn man so wenig braucht, weil der so full Coverage ist, hat man davon wirklich lange was. Ich glaube, man merkt, dass ich ein bisschen begeistert von ihm bin, oder? Falls ihr dazu noch mehr Informationen möchtet, als auch einen längeren Wear-Test, schaut gerne bei meinen Reels vorbei auf Instagram, denn ich habe nicht nur das Vorher-Nachher dort noch einmal gezeigt in einem Reel, ganz spezifisch, um euch meine First Impression mit aufzunehmen, sondern auch einen Wear-Test, den mache ich jetzt gerade über mehrere Stunden, um zu gucken, wie es mit dem Creasen aussieht und wie der nach einigen Stunden Tragezeit dann aussieht. Nach dem Setten ging es dann an diese Palette. Das ist die Hyper Natural Face Palette. Das ist das neueste Produkt von Natasha Denona, das gerade rausgekommen ist. So sieht die Verpackung aus. Gefällt mir vom Packaging her natürlich sehr, sehr gut. Und ich muss ja mittlerweile sagen, ich bin wirklich eigentlich ein Natasha Denona Fan. Aber bei dieser Palette bin ich sehr zwiegespalten. Also, ich bin persönlich kein Fan davon, Face Paletten mit Lidschatten in eine Palette zu tun. Ihr seht auch direkt, glaube ich, schon das Problem. Und man sieht es auch im Footage. Denn wenn man ein bisschen Shade Range reinbringen möchte, was hier so mehr oder minder geglückt ist und gleichzeitig aber auch verschiedene Farben haben möchte, muss man immer an Platz sparen. Und diese Fännchen sind nicht abgetrennt. Das heißt, wenn ihr einen großen Pinsel benutzt, was ich zum Beispiel immer mache, wenn ich Bronzer auftrage, weil ich den großflächiger auftrage im Gegensatz zur Konturfarbe, und das hier soll sowohl für Bronzer als auch für Kontur geeignet sein, mind you. Dann verwischt man ganz oft in diese anderen Fännchen. Und das Fallout, also die Pigmente, die aufgewirbelt werden, gehen auch in die anderen Fännchen, die in der restlichen Palette sind. Das ist bei einer reinen Kontur- und Bronzing-Palette oder reinen Blush-Palette gar nicht so schlimm. Und ich meine, ist jetzt auch wirklich kein Weltuntergang. Meckern auf ein bisschen hohem Niveau, aber rein von der Praktikabilität, schwierig. Bronzer allerdings, eine schöne Farbe, die sind alle relativ neutral, sodass man sie sowohl für Bronzing als auch für Contouring benutzen kann. Und wir haben zumindest den Versuch einer Shade Range drin, auch wenn es nicht ganz geglückt ist, sage ich euch ehrlich. Und diese Farbe habe ich als Kontur benutzt, die ganz hellste, die hat für meinen Hautton auf jeden Fall noch ganz gut funktioniert, wie man hier sehen kann. Gefällt mir. Die Formulierung ist sehr, sehr schön, wie oft bei Natasha Denona. Aber ich wünschte, sie hätte dieses Produkt als einzelstehende Facepalette rausgebracht, genauso wie die Blushes, mit einzelnen Fännchen, dafür größere Fännchen, damit man da einfach besser mit so einem Fluffy-Pinsel reinkommt. Selbiges kann ich auch nur über die Blushes sagen. Und mir fehlt bei diesem Blush auch ein bisschen so ein Glow. Die sind nicht komplett matt, muss man dazu sagen. Ich finde auch, dass die Farben beide nicht unbedingt mein Favorit sind. Wenn man sie zusammenmischt, die habe ich dann auf der rechten Seite aufgetragen, dann finde ich, dass es eine schöne Farbe ergibt. Aber so einzeln wäre mir das hier zu hell und das hier, glaube ich, ein bisschen zu pink. Wobei mir das hier noch besser gefallen würde. Auch hier das Problem, man kann kaum mit einem Fluffy-Pinsel in nur ein Fännchen gehen. Man geht in beide Fännchen. Es ist eine sehr staubige Textur, was dazu beiträgt, dass man sie gut ausblenden kann. Aber großes Problem und großes Aber meiner Meinung nach ist nun mal leider, dass dann die Pigmente rumfliegen und man nicht mehr nur eine Farbe rausbekommt. Schade. Zu den Lidschatten kommen wir ein bisschen später. Das nächste, was ich ausgetestet habe, war der My Mini Dream Glow Blush. Der ist tatsächlich auch schon im Januar rausgekommen und eigentlich sollte Ende Januar der Restock kommen. Ist er aber nicht, deswegen arbeiten wir jetzt damit. Der hat eine Dreierfarbe mit drin. Und hier haben wir so einen Glow-Lighter, also so wie eine Art Highlighter, einen relativ hellen Blush und einen etwas dunkleren Blush. Der hat die gleiche Größe wie der, ja, wie hieß der noch, Bloom oder Blossom? Ich glaube Blumenblush, den ich wirklich sehr, sehr schön fand. Aber, auch hier das Aber, versuch mal nur in eine Farbe zu gehen. Funktioniert nicht so gut. Und ich persönlich muss sagen, dass ich zum Beispiel diese helle Farbe echt nicht so schön finde. Ich fand, die sah auf meiner Haut gräulich aus. Und das möchte ich nicht von einem Blush. Ich möchte ja nicht toter aussehen, sondern lebendiger, wenn ich mir einen Rouge auftrage. Ich habe dann den Highlighter als Highlighter einfach benutzt und nicht unbedingt als Glow Blush. Natürlich ist das dazu gedacht, dass man alles drei benutzt. Ich persönlich muss sagen, auf jeden Fall nicht Shade Inclusive. Das wird für dunklere Hauttöne als Medium definitiv nicht geeignet sein. Wenn man einen hellen Hautton, so wie ich, hat, vielleicht auch noch Light und wie gesagt Medium, kann das ein ganz geiler Blush sein, aber ganz generell muss ich sagen, finde ich den Blumenblush immer noch schöner als den hier. Neben dem Blush kam aber auch noch die neue 5er Palette raus, die eigentlich jetzt nicht mehr ganz so neu ist, weil es halt im Januar eigentlich gelauncht wurde. Das ist die My Dream Mini Palette.
Und die habe ich unter anderem deswegen benutzen müssen, weil der nächste Nachteil in dieser Palette ist, dass wir hier nur Lidschatten haben, die schimmern bzw. so einen Metallic-Effekt mit drin haben. Also keine matten Shadows. Wie immer bei diesen Mini-Paletten ist das, was ich an Kritik zu sagen habe, weniger die Textur, denn die Formulierung ist wirklich richtig, richtig toll. Die lohnt sich wie immer meiner Meinung nach. Eher, dass man halt nicht viel damit machen kann, denn wenn man irgendwie 2, 3 Looks damit gemacht hat, dann ist halt die Range auch schon aufgebraucht, denn es ist nun mal eben eine 5-Lidschatten-Palette. Aber das ist, glaube ich, eine perfekte Palette für die unter euch, die Alltags-Make-ups mögen. Denn ihr könnt mit diesen ganz hellen Transition-Tönen, die hier und hier sind, dazu kommen wir gleich, und den beiden Schimmern in 0, nichts auch einen Alltag-Look machen. Als auch den zu einem Day-to-Night-Look machen, wenn ihr dieses dunkle Braun benutzt. Und es sind sehr neutrale bzw. fast schon kühle Töne. Das sieht man in so kleinen Paletten auch eher weniger. Finde ich auf jeden Fall schön. Ich bin angefangen mit diesem hier und habe meine Kati-Form damit gemacht. Und wie immer muss man sagen, bei Natasha Denona, wenn ich die jetzt so angucke, finde ich, die sieht fast langweilig aus. Aber ich liebe den Augenlook, den ich daraus gezaubert habe. If I do say so myself at this point. Und um einmal den Vergleich zu haben, so sind einmal die große I Need a Nude Palette versus die My Dream Mini Palette aus. Also man kann sehen, dass die Töne doch noch unterschiedlich sind. Also ihr habt da keine doppelten drin. Ihr habt nur quasi eine Ergänzung, falls ihr die hier noch kaufen wolltet. Die originale My Dream Palette habe ich tatsächlich nicht zu Hause, deswegen kann ich euch da leider keinen Vergleich zeigen. Den hier konnte ich wirklich sehr, sehr gut aufbauen, sehr, sehr gut ausblenden. Es hat ein kleines bisschen Fallout gehabt. Ich habe das Gefühl, dass diese hier noch etwas trockener waren als vorherige Formulierung. Das ist an sich erstmal kein Problem, bis wir zu diesem dunkelsten Ton kommen. Dazu komme ich gleich. Ausgeblendet habe ich mit dem hier und hatte schon Angst, dass man den gar nicht sehen würde. Aber ich muss sagen, der taucht doch sehr gut auf, lässt sich super aufbauen. Und zuerst sieht es etwas gräulich aus hier an diesem Übergang, aber wenn man dann nochmal mit der dunklen Farbe reingeht und es gut ineinander verblendet, dann hat man wirklich einen sehr, sehr schönen, soften Übergang. Gefällt mir mega. Was ich natürlich auch noch testen wollte, waren welche von den Lidschatten hier. Diese beiden hier haben ja jetzt nicht so zum Look gepasst, deswegen habe ich gedacht, ich fange mit dem an. Das war allerdings so dunkelbraun, dass es eben perfekt zu dem dunkelsten Braun hier gepasst hätte. Das habe ich da aber noch nicht aufgetragen. Also bin ich zuerst mit der Farbe Everyday reingegangen. Sehr schön, allerdings taucht das auf dem Auge nicht so stark auf, muss ich einfach sagen. Eine Farbe, die man schon mehr gesehen hat, ist auf jeden Fall die hier außen. Die ist super schön schimmernd, also diese typische Natasha Denona Formulierung, die fast schon so ein Hybrid zu einer Cream Formulierung ist. Beide gefallen mir sehr gut und ich finde es auch schön, dass hier mehr matte Töne als Schimmertöne mit drin sind. Dadurch hat man halt noch eine größere Auswahlmöglichkeit, finde ich. Beide reflektieren, beide metallisch, beide lassen sich noch aufbauen. Kann man mit einem Cut Crease Pinsel auch zu einer Fake Cut Crease machen und so weiter und so fort. Also wirklich richtig, richtig schön. Und was ich auch extrem schön fand, ist Dreamy. Dieser Ton habe ich als hellsten Inner Corner benutzt und den auch nochmal angesprüht. Und der ist wirklich sehr besonders. Ich glaube, das ist diese neueste Formulierung von Natasha Denona, die auch in der I Need a Nude Palette und so weiter drin war. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Ist er auch egal, aber das war wirklich ein fantastisch schöner Ton. Rieselt ein kleines bisschen, also wenig nehmen, egal ob mit dem Finger oder dem Pinsel. Aber der Effekt ist wirklich richtig, richtig toll. Also Inner Corner gefällt mir mega gut heute. Nichtsdestotrotz muss ich leider über diese Palette sagen, ich habe so viele Punkte, an denen ich denke, das könnte besser sein, das könnte besser sein, die nicht getrennten Pans, dass diese hier eigentlich fast komplett matt sind, dass hier, wie gesagt, so wenig Produkt oder das so schmal ist zumindest, dass man nicht gut mit einem Fluffy Pinsel mit reinkommt, dass wir hier keine matten Lidschatten mit drin haben, sodass diese Palette, finde ich, wenn man sie wegen der Lidschatten haben möchte, definitiv nur als Schwesterpalette zu anderen Natasha Denona oder anderen Lidschattenpaletten gehen kann. Und ich muss sagen, deswegen würde ich dieser Palette auf jeden Fall kein Pass geben, obwohl die Formulierungen schön sind, für AnfängerInnen. Weil dafür sind die Produkte von Natasha Denona, finde ich, viel zu hochpreisig. Oder zu teuer in dem Fall. Für Sammlerinnen ein schönes Produkt. Ich weiß, ich werde auf jeden Fall nicht dazu greifen. Also zu den Face-Paletten-Sachen auf jeden Fall nicht. Zu den Schimmern schon eher. Aber auch da muss ich sagen, ich glaube, das ist eine Palette. Es ist schön, dass ich sie testen konnte, aber ich hätte sie nicht in meiner Sammlung gebraucht. Sorry, Natasha.
Ganz im Gegensatz zu der kleinen. Also das ist eine Palette, die kann ich sowohl den Sammlerinnen als auch den AnfängerInnen ans Herz legen. Ich habe, nachdem ich die Shimmer Shadows aufgetragen habe, dann auch noch hier dieses dunkle Braun benutzt. Dazu habe ich einen Liner-Pinsel benutzt und habe mir hier so einen Shadow-Liner gemacht. Da ist es ein bisschen runtergerieselt, deswegen möchte ich euch ans Herz legen, falls ihr diese Palette kaufen möchtet und damit ein Dark Smoky Eye machen möchtet. Entweder macht ihr es, bevor ihr eure Base macht, oder ihr settet hier nochmal mit extra viel Puder, damit ihr es besser wegwischen könnt. Ich habe hier so ein kleines bisschen dunklen Schatten von dem Fallout, den der hier hatte. Das ist aber auch relativ typisch für so trockene Formulierungen und wenn man mit einem Liner-Pinsel reingeht. Ansonsten sieht der Look, finde ich, richtig, richtig schön aus. Ich habe mir hier auch noch so einen Inner Corner Wing gemacht und dann hier unten nochmal aus der Palette den hellsten Ton benutzt, um diesen Wing nochmal zu betonen, indem ich da drum nochmal sehr, sehr hell gegangen bin. Mir gefällt der Look sehr. Ich finde, das ist auch ein ziemlicher Hingucker. Der ist ein bisschen smoky, ein bisschen rauchig. Man könnte fast noch sagen Alltagslook, also zumindest für mich. Und ich muss sagen, abgerundet wurde das Ganze dann noch durch diese Nude Lippe. Da habe ich zwei Produkte von Kiko noch mit benutzt, die jetzt neu dazugekommen sind. Wir haben hier einmal den Precision Lip Liner in der Farbe 513. Die Lip Liner von denen mag ich sehr gerne. Die sind nicht so langlebig wie zum Beispiel die von Linda Hallberg, also LH Cosmetics, als auch von Nabla. Aber was schön ist, die sind so retractable, also man kann die so rein und rausschieben. Sie haben auf der anderen Seite hier noch so einen kleinen Gummi mit dran und auch einen Anspitzer. Also es ist so zweiteilig. Okay, Moment, ich muss das nochmal reinmachen. Hold the line, please. Mit diesen kleinen Gummiteilchen könnt ihr zum Beispiel Korrekturen hier an der Seite machen, falls ihr zu sehr übergemalt habt. Auch wenn ich immer denke, viel hilft viel. Und ihr könnt damit auch eine Ombre-Lippe machen, indem ihr das nach innen so ein kleines bisschen verblendet. Ich finde aber, dass diese creamy Konsistenz unglaublich angenehm zum Auftragen ist. Die trocknet nachher noch ein bisschen runter. Die Farbe gefällt mir richtig gut. Es ist zwar eher so ein Peachy Nude, aber es passt trotzdem zu diesem eher kühlen Augenlook. Hat mir richtig gut gefallen. Und dann habe ich natürlich noch getoppt. Und zwar mit dem 3D Hydra Lip Gloss. Ich mag diese Formulierung ja sehr gerne. Das ist die Farbe 20. Ich glaube, das ist ein perfektes Nude. Die riechen unglaublich gut, haben einen sehr geilen Applikator. Für mein Empfinden könnte ein bisschen mehr Produkt mit runterkommen, sage ich euch ehrlich, weil ich meine, ich habe ja auch Lipfiller drin. Ich fülle meine Lippen immer mit sehr viel Lipgloss und da ist halt auch viel Fläche. Deswegen muss ich da zwei- oder dreimal reingehen, um die aufzufüllen. Aber der fühlt sich toll an. Der Glanz ist wunderschön. Es rutscht nicht in die Falten oder irgendwie hier oben in die Lippenfalten oder sonst irgendwas rein. Und ich finde, dass diese Nude-Lippe das Ganze nochmal abgerundet hat. Und ich habe so das Gefühl, diese beiden Farben passen einfach perfekt zusammen. Das ist dann auch schon das Ende dieses Videos, beziehungsweise noch nicht ganz, denn bevor ihr geht, möchte ich natürlich von euch zwei Sachen. Einmal, dass ihr mir gerne noch reinschreibt, wie euch das Full Face gefällt, ob ihr die Produkte vielleicht selber schon getestet habt und wenn ja, ob sie euch gefallen haben oder vielleicht auch nicht. Viele von euch sind ja auch so süß und vertrauen meiner Meinung so sehr, dass sie extra warten, bis ich eine Review dazu gemacht habe. Vielen Dank an der Stelle übrigens für euer Vertrauen auch noch. Ich weiß, es hat jetzt ewig gedauert, bis diese beiden Produkte reingekommen sind und ich dazu eine Review wieder machen konnte, aber dadurch habe ich jetzt ein Full Face gemacht. Ich hoffe, das Warten hat sich dementsprechend für euch gelohnt und ihr habt vielleicht auch Geld gespart, weil ihr nicht unbedingt scharf auf diese Palette mehr seid. Und wie gesagt, zu dem Concealer kann ich euch nur sagen, schaut sehr gerne auf Instagram vorbei, da findet ihr noch mehr Infos dazu. Falls euch dieses Video gefallen hat, dieses 2-in-1 Video, dann lasst dem Video auch gerne noch einen Daumen nach oben da oder die Daumen ein Video nach oben. Und wenn ihr welche von den Produkten nachkaufen möchtet, vergesst nicht, meinen Code CONTRAJUNK zu benutzen. Der ist affiliated, was bedeutet, ich bekomme auch eine Provision, wenn ihr den benutzt. Das heißt, ihr könnt was sparen, ich verdiene ein bisschen Geld. Win-Win-Situation an der Stelle. Werdet auch super gerne Teil der Lovemunity, denn ich bin immer ehrlich. Selbst wenn ich auf einem Natasha Denona Hype Train sitze, kann ich euch sagen, ich werde immer sagen, wenn mir was nicht gefällt, and this was not it, honey, I'm so sorry. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich gleich auf die Kommentare und wie gesagt, es kommt jetzt wieder mehr Content. Habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, aber am Donnerstag erkläre ich dann auch, warum. In meinem Live-Update-Video sehen wir uns also wieder und deswegen wünsche ich euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Stay hydrated. Ciao!